So, willkommen zurück zu The Witcher. Beim letzten Mal hatten wir ja die Schöne und das Biest fertig gemacht. Also Carmen und Vincent zusammengebracht, den Fluch von Vincent aufgehoben. Nun geht's weiter in der Hauptstory. Spiel der Macht. Triss hat ja auf der Karte ein Haus markiert, in dem wir Radovid finden können. Das war ja mit Hilfe dieses magischen Signals. Und ja, jetzt stehe ich schon davor und da können wir dann auch gleich loslegen und versuchen, mit dem Herrn zu reden. Das Haus ist hier im Händlerviertel, nicht weit weg von Triss, ihrem Haus. Hier ist die Eingangstür und ich hoffe, der Herr ist zu Hause. Radowitz versteckt. Sollten wir also richtig sein und da sitzt doch schon jemand. Ja, Radowitz der Strenge, also sind wir hier. Richtig, alles so wie es sein soll. Na, die Axt können wir nicht mitnehmen. Mehr ist hier nicht. Dann mal los. Seid gegrüßt, Hexer. Seid gegrüßt, Radovid. Diesmal ist kein magischer Spiegel zwischen uns. Wie schön, dass ihr meine kleine Zuflucht gefunden habt. Mit Triss Merigolds Hilfe, habe ich recht? Ihr kennt Triss? Nicht persönlich, aber ich kenne Philippe Eilhart. Und damit kennt man alle Zauberinnen. Ich wollte mit euch sprechen, Hexer. Tja, was fragen wir denn zuerst? Wer ist Philippa oder soll er mal etwas über sich erzählen? Ja, nehmen wir das. Wer seid ihr? Und damit meine ich nicht euren Namen. Gute Frage. Leider gibt es darauf keine leichte Antwort. Ich bin an Redaniens königlichem Hofe aufgewachsen. Mein Vater wurde während des Krieges mit Nilfgaard ermordet. Seit ich mich nicht mehr für Spielzeug interessiere, versuche ich, mein Erbe zurückzuerlangen, die Mörder meines Vaters zu finden und Ordnung in mein Land zu bringen. Leider bin ich von korrupten Verrätern, allzu ehrgeizigen Zauberinnen und frustrierten Kaplänen des ewigen Feuers umgeben. Soweit ich das beurteilen kann, ist die Oberschicht Temeriens genauso. Nichts lockt Hurensöhne so sehr an wie Macht. Ihr wolltet etwas. Kennt ihr die jüngsten seltsamen Erlasse in Vysima? Ich habe davon gehört. Sie tragen des Königs Siegel, doch manche argwöhnen Schwindel. Erzählt mir mehr. Wie Thaler sagte, Foltest hat diese Erlasse nicht unterzeichnet. Ich kenne seine Unterschrift. Ihr kennt Thaler? Gewiss. Ich wäre ein Narr, würde ich den Geheimdienstchef Temeriens nicht kennen. Also hat Foltest das Kriegsrecht nicht verhängt. Nein. Ich denke, ich sollte ihn informieren. Tja, so ganz wollte er nicht damit raus, dass er eigentlich der König von Redanien ist. Jetzt fragen Wer wir aber nach ist Philippa. Philippa? Eine der prominentesten Bürgerinnen Redaniens. Sie hat die halbe Elite Redaniens bestochen, betört oder eingeschüchtert. Sie gehört auch der Zauberinnenloge an, so wie eure Triss. Die nehmen keine Zauberer auf? Nein. Jede dieser Frauen glaubt, sie dürfe über das Schicksal der Welt bestimmen. Und manchmal tun sie das auch. Wenn ihr das sagt. Man sollte Zauberinnen nicht schmähen. Wunderschön, weise, hilfreich. So geben sie sich jedenfalls. Eines Tages werde ich sie in ihre Schranken weisen. Obwohl sie in ihrer Gunst stand, verriet Triss einst ihre Freundinnen. Tja, ich nehme mal das Erste. Ich vertraue Triss, aber so langsam habe ich da so Ich ein paar vertraue Zweifel dran, ne? Triss. Denkt an meine Worte. Tja, auch das, was er gesagt hat, lässt mich In ein welcher wenig Beziehung zweifeln. steht ihr zu Ada? Ich hatte gehofft, ich könnte sie überreden, den König Redaniens zu ehelichen, wovon beide Königreiche profitieren würden. Mit Foltests Hilfe könnte unser König sich endlich von all den Parasiten, die ihn umgeben, befreien. Im Gegenzug könnte Redanien Temerien gegen die Skojatel beistehen. Die Vorteile für den Handel brauche ich nicht, es zu erwähnen. Die Vereinten Königreiche könnten der wachsenden Macht der Ritterorden und der Zünfte trotzen und obendrein. Genug. Ihr habt mich überzeugt, aber ich bin nicht Adda. Und ihr Hexer? Wie denkt ihr über Foltests Tochter? Was wollt ihr wissen? Ihr seid ein Experte für Ungeheuer. Ihr habt den Striegenbann gebrochen. Stimmt. Kann sie Kinder bekommen? Ja, warum nicht? Gesunde Menschenkinder?
Ich denke ja. Aber einer der Wissenden sollte sie untersuchen. Habt Dank. Ich hoffe, dieses Gespräch bleibt unter uns. Und pfuscht bitte nicht in Redaniens Thronfolgeplänen herum. Ich pfusche generell nicht herum. Also habt ihr nichts zu befürchten, Eure Majestät. Wie habt ihr das herausbekommen? Ertappt. Die Art, wie euch eure Leute ansehen, wie ihr von Redanien und Ada sprecht. Und dann euer Ring. Falls ihr je nach Redanien kommt, besucht den königlichen Hof. Lebt wohl. Lebt wohl, König. Interessantes Gespräch. Das Spiel der Macht aktualisiert und da gucken wir gleich mal rein. So, ich sprach mit Radovid. Er ist tief in die Intrigen verwickelt, die in Vizima gesponnen werden. Weiß alles über die gefälschten Erlasse und scheint sehr interessiert an Prinzessin Ada. Und außerdem regiert er natürlich das benachbarte Redania. In gewisser Weise habe ich zu viel erfahren. Sich mit Königen einzulassen ist niemals klug. Auf diese Weise werde ich die Salamandra nie erwischen. Ich werde es nicht riskieren, mich in die Angelegenheiten von Monarchen einzumischen. Nee, das ist dem guten Geralt nicht zu empfehlen. Er soll mal weiter seine Spur der Salamandra verfolgen. Mit Königen und deren ganzen Intrigen. Da ist nicht zu spaßen, haben wir auch schon so ein bisschen mitbekommen. Das wächst einem über den Kopf. Gibt nur Probleme und deswegen sollten wir den guten Radovid hier erstmal machen lassen. So, dann sind wir raus hier. Könnten jetzt eigentlich... Ah ne, hier ist ja der Marktplatz. Ich wollte mal zum Waffenhändler. Wir haben nämlich schon fast 9000 Orens. Zeit mal ein bisschen was auszugeben. Das in Ordnung, Hexer. Denn der gute Herr... Einer, der meine Waren zu schätzen weiß. Der hat ja eine neue, exzellente Lederjacke. Ist eine Rüstung. Gibt ja im Spiel eigentlich kaum Rüstung zu finden oder so. Die ist aber ganz gut. 15% weniger Schaden und Resistenzen auf alles plus 10. Stolzer Preis 5000 Orens, aber tja, irgendwann müssen wir mal ein bisschen Kohle ausgeben. Unsere erste Rüstung hatten wir ja noch von Velerath bekommen, seitdem nichts Neues. Die ist halt ein bisschen besser und die hält auch eine Weile vor, deswegen kaufe ich die jetzt mal. So. Schade, die andere können wir ihm nicht verkaufen, die hat er jetzt fallen gelassen. Da liegt sie. Das gute Stück. Und das war's dann auch schon. Ein Königreich für was zu trinken. Rennen wir jetzt zu Triss ihrem Haus. Weil. Gerade nochmal was gucken, ja genau, der hatte ja jetzt zwei Slots für Tränke. Schwalbentrank haben wir ja eh schon immer drin gehabt und jetzt nämlich noch Raffats Absud. Ist ein Heiltrank, auch ganz praktisch. Werden wir bestimmt öfter mal brauchen. Können wir da schneller drauf zugreifen. So. Also wie ich vorhin schon mal gesagt, das meiste haben wir hier gemacht. Unverziehen, da müssen wir jetzt zu Triss. Können wir ihr Bescheid sagen, dass Yevin als Verbündeter gewonnen ist und dass es im Gasthaus ein Geheimtreffen gibt. Bup, da sind wir. Alvin. Hat Triss bestimmt noch oben in ihrem Bett. Die pennt ja tagsüber immer, weil sie nachts unterwegs ist. Nö, diesmal nicht. Wo ist er denn schon wieder? Hätte ich vielleicht unten mal genauer gucken sollen? Ach, da steht sie, letzte Ecke. Na gut, dann mal los. Ihr könnt so gut mit Alvin umgehen. Na und ob? So, nehmen wir das Oberste. Hör zu.
Ich habe Verbündete gefunden. Schön. Rechtzeitig für unser Treffen mit Leuwarden. Lasst uns alles Weitere mit ihm besprechen. Einverstanden. Geralt, ihr sollt wissen, dass wir ein paar mächtige Leute erzürnt haben. Dieses Treffen könnte vieles ändern. Was meinst du? Das hört sich nicht gut an. Regelt, was ihr in Vysima noch zu regeln habt. Und bereitet euch vor. Hinterher könnte es zu spät sein. Oh oh. Das hört sich wirklich nicht gut an. Deswegen hier noch einmal schnell. Ich schaue später vorbei. Abgebrochen das Ganze. Okay, Quest wollen wir jetzt nicht mehr großartig machen. Die Verträge, die noch übrig sind, lasse ich mal jetzt liegen. Sonst haben wir auch keine Nebenquests mehr. Aber ich will hier so gut mit Alvin umgehen. Noch einmal meditieren. Ich glaube, ein paar Punkte haben wir noch wieder frei. So, wie viel haben wir denn? Ich glaube, zwischendurch einen Stufenaufstieg hatten wir wieder. Zweimal Bronze, dreimal Silber. Okay, gucken wir erstmal nach den Bronzetalenten. Da hatten wir eigentlich schon das meiste ausgefüllt. Die jetzt noch übrig sind, sind dann hauptsächlich für den Faustkampf und wirklich unwichtige Sachen. Und deswegen denke ich mal, dass wir diesmal etwas mehr ins Igni-Zeichen investieren. Benutze ich zwar nicht so häufig, ist halt so ein Feuerzauber. Aber eigentlich ist es doch ganz praktisch. Und bevor wir das jetzt in irgendwelche Schwertalente einsetzen, die eigentlich bloß sehr selten wirksam sind, wie zum Beispiel Gegner unter 15% oder sowas, dann ist es, glaube ich, im Igni doch besser aufgehoben. So, Quenart haben wir alles ausgefüllt. So, einmal hier. Einen haben wir noch übrig. Könnten wir eigentlich auch gleich Stufe 2 nehmen. Dann die Silbertalente. 3 Stück an der Zahl. Ich denke, wir müssten noch, ich glaube, Ausdauer brauchen wir noch, damit die Gruppenkampfstile auf Stufe 4 verfügbar sind. Glaube ich jedenfalls, ja. Also hauen wir einen hier rein. Auch ganz gut. Steigert ein paar Resistenzen. Den hier brauchen wir erstmal noch nicht. Den vielleicht als nächstes. Mal sehen. Auf jeden Fall können wir jetzt hier Gruppenkampfstil, Stahlschwert und Silberschwert jeweils noch Stufe 4 dazu nehmen. Gibt halt mehr Schaden. Und von daher ganz praktisch. Kann man eigentlich nichts verkehrt bei machen. So, dann meditieren. Eine Stunde ist nicht viel. So viel Zeit muss sein. Und dann mal wieder zu Triss. Und dann sollte es eigentlich auch losgehen. Ihr könnt so gut mit Alvin. Ja, das sagtest du schon mehrfach, Missy. Nehmen wir das hier wieder. Hör zu. Ich habe Verbündete gefunden. Regelt, was ihr in Vysima noch zu regeln habt. Und bereitet euch vor. Hinterher könnte es zu spät sein. Ich bin bereit. Wir treffen uns im neuen Narrakord. Ich informiere die interessierten Parteien. Woher wisst ihr, wer... Ich bin eine Zauberin. Erinnert ihr euch? Und ihr denkt so laut, dass ich nicht anders kann, als eure Gedanken zu lesen. Tja, sie scheint wirklich sehr gut informiert zu sein. Also ich muss jetzt ins Gasthaus. Dort dieses Treffen mit Leuwarden, Yevin und eben Triss. Aber Triss besser informiert über all die ganzen Sachen hier, als sie eigentlich dürfte. Von daher vielleicht doch ein bisschen Misstrauen angebracht. Wir werden sehen. So, geradeaus durch und einmal rechts.
Ringsum nur ein Falschmeer. Zum Glück nicht so weit. Vielleicht können wir ja beim Schankwirt noch ein paar Sachen deponieren. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, kommen wir gar nicht zu. Vincent. Ihr seid in Gefahr. Was? Was? Warum? Die Bürgerwehr erfuhr von euren Treffen. Die Salamandra haben Spione in der Armee. Ihr müsst fliehen. Das werde ich nicht. Ich muss mit den anderen reden. Die Salamander werden bald hier sein. Dann trotze ich ihnen. Los, lauft weg. Ihr habt wohl keine hohe Meinung von mir? Ich lasse euch nie und nimmer im Stich. Ich dachte mir schon, dass ihr bleibt und kämpft. Meine Leute sind bereit. Sie kamen freiwillig. Ihr könntet getötet werden. Sollte euch etwas geschehen, wird Carmen es verstehen. Na, ich hoffe, es kommt nicht so weit. Da sind sie schon. Wie konntet ihr? Ihr seid nicht die Einzigen mit Informanten in der Armee. Gibt auf jeden Fall einen Kampf. Vincent, es war töricht, sich mit dem Hexer zu verbünden. Ihr habt keine Chance. Wir werden sehen. Und da geht's auch schon los. Gott sei Dank, Vincent Meister dabei, mit ein paar Soldaten der Stadtwache. Vorher schnell einen Schwalbentrank. Ich weiß nicht, wie stark die sind und wie viele. Ah, da kommt die Stadtwache. Bisschen unübersichtlich hier alles. Ah, die haben auch so ein Feuerwesen. Na toll. Oh, das Live sieht gar nicht gut aus. Bei unserem Geralt. Ich hoffe, das kriegen wir gebacken. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir den Vincent Mais verschont haben und die Quest Die Schöne und das Biest doch gemacht haben, denn ohne die Hilfe von der Stadtwache wäre es hier, glaube ich, ganz schön böse ausgegangen. Ein harter Ordnungshüter, eine Hure aus dem Ewigen. Flashback. Wahre Liebe. Liebe, die sogar einen Fluch überwindet. Carmen und Vincent. Ein Märchen, ja. In einer Welt voller Häme und Gemeinheit. Einer Welt voller Banditen und Mörder kann wahre Liebe immer noch Wunder wirken. Wenn etwas verloren scheint, sollte man kämpfen. Ein Märchen. Hui, Kampf bestanden. Sagt der Vincent denn noch was? Unverziehen ist aktualisiert mit Triss und Leuwardentreffen. Vorher mal plündern, würde ich sagen. Wer weiß, ob wir noch Zeit dazu finden später. Glaube ich eher nicht. Obwohl, so viel scheinen die ja auch nicht beizuhaben. Also war wirklich gut, dass wir den Vincent damals als Werwolf verschont haben. Denn sonst hätte er uns hier garantiert nicht geholfen. Ja, die Beute ist echt mager hier. Aber nur gut. So. Oh, Vincent hat aber auch nicht mehr viel Life übrig. Noch so ein Zipfelchen. Ja, der dicke Wirt ist natürlich weg. Hat sich verpieselt. Dann können wir nichts in unsere Truhe legen und gehen jetzt hoch. Da sollte ja das Geheimtreffen stattfinden. Normalerweise hier wieder im Zimmer. Jetzt werden wir geheilt. Schön. Da stehen sie doch. Der Digge, dann Yevin. Triss ist auch da. Tja, was auf diesem Geheimtreffen passiert, das werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis demnächst dann. Bye, bye.